dachte, der Lord Regent legt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zum nächsten Teil von Dishonored. Wir müssen ja auf die Party der Boyles. Wo setzt du mich eigentlich ab, Samuel? Das ist voll kacke hier. Ja, den Rest schwimme ich eben. Tja. Und wir haben gerade erfahren, was Tallboys sind. Nämlich die da. Oh, die können ganz schön mühsam werden. Tja. Mal schauen, wie der erste Kontakt mit den Typen so wird. Räumen Sie die Straße. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen auf. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Okay, das betrifft uns. Nachtsicht. Was zum? Jemand soll Hilfe holen! Hä? Aha! Wachen, zu mir! Zurücktreten! So, das war's. Heieiei. Was ist mit dem da? Ha. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Oh, da oben hat eine Rune und da. Ah, da oben hat es auch ein Knochenartefakt. Das hol ich mir dann. Glaube ich. Lieber. Hui, Ratten, Scheißratten. Ich kann aber auch rumlangen. Irgendwie. Das geht nicht. Nein. Voilà. Ein Weiner ist da drin. Was bewegt sich hier die ganze? Fail. Okay, ein Weiner, den erledige ich, wenn ich drin bin. So. Geh schlafen, Junge. Was haben wir hier? Tagebuch der Lumpengräfin. Ich kann ihm nicht trauen, man kann nicht lieben. Ah, bla bla bla. Okay, Hemlock Essenz, Kristall, Hauptsache Geld. Und, Heilkräuter. Ah, Mana. Und der Outsider kommt wahrscheinlich wieder. Und du gehst zu einer Feier, Corvo. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten.
wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Oh. Okay, es wird Lady Boyles. Verdiene ich mir noch eine Beförderung. Letzte Feier, hat der schlaue Outsider gesagt. Wo ist noch mein, das, die Rune? Und ein Knochenartefakt hat es. Ah, ja, da. Was ist los mit euch? Mann, Mann, Mann. Die erledige ich hier. Die sind sowieso verloren. Was zum... Noch ein Artefakt. Mann, Mann, Mann. Ja, was kann mein Okkultist? Du kannst andere Personen schneller erwirken. Oh, praktisch. Das mache ich noch viel. Das ist eines meiner Hobbys in diesem Spiel. Okay, die nächste Rune weit weg. Und sehr weit weg. Ah, komm schon, kann ich doch rauf, oder? Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer. Du weißt schon. Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen da hinten? Sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um den Fall zu bekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich gehe hier unten Deckung. Jetzt kann ich hier hoch. So, fertig geredet endlich. Ist nichts mehr. Nichts. Was macht ihr? Vollpfosten. So, et voilà. Boah, das Teleportieren ist echt Gold wert, ey. Wo ist die Rune? Da unten. Ja, da schaut sie schon heraus. Jetzt sehe ich schon wieder nicht mehr. Boah, mein Herz. Pepperleck ganz schön. So, 2 von 3 Runen gefunden. So ist's gut. Jetzt muss ich nur noch auf die Party kommen. Ohne von den Tall Boys da gesehen zu werden. Ah! Klemmt irgendwie. Neutrales Gebiet erreicht, versuche unterzutauchen. Okay. Missionshinweis. Was steht denn da so? Notizen? Ja, hier. Die Feier findet auf neutralem Boden statt. Mische dich gut unter die Gäste. Okay. Was für eine Festung. Wart ihr hier im Inneren? Oh nein! Meine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesen Gebäuden ist. Kein Ort ist mehr sicher. Ich verstehe nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Okay, wie praktisch. Ja, das war's schon. Naja, eine echte Herausforderung war das ja nicht. Du bist der Türsteher. Ihre Einladung bitte. Das wird bringen. Ich warte noch etwas. Nein. Hier ist meine Einladung. Das wird sicher unfassbar langweilig.
Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, solltet ihr besser nach Hause gehen. Wenn wir es immer hier entlang, haben, Sir. Werde ich schon damit klarkommen. Wo? Harold ist stolz darauf, schwierig zu sein. Ihr stolz darauf seid, umgänglich zu sein? Sollte der Türsteher nicht bei einer Tür stehen? Also, ich weiß ja nicht. Von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht ah, hier wie danke ein Dankeschön. Was nett. Für eine Maske. Kranker Typ. Arschloch. Schon wieder so ein Spiel. Was für eine schräge Maske. Was ist die los? Die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Tja. Spaßbremsen. Finde einen Weg. Ja, habe ich gemacht. Jetzt finde heraus, welches Kostüm das Ziel trägt. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Ja. Wow, krasse Maske. Gib ihm die Notiz nicht, oder das ist eine Notiz von Lord Trevor Pendleton. Hier. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Okay, ich folge nun Lord Shaw. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was Sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Aha, ich muss jetzt zum Duell antreten? Das Duell? Ja, tatsächlich. Ja gut. Na dann. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und Mach schießen. Schon. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Das... Verzeihen mir, Lord. Wir fahren fort. Hey, das reimt sich, witzig. Aber das war nicht gerade mein Ziel. Gut. Warte. Verlangsamt die Zeit. Halt. Bleiben Sie da stehen. Mach ich ja. 3, 2, 1. Die Knarre. Gut. Die Zeit. Unmöglicher Outsider. Schwarze Magie. Nein, nein, keine schwarze Magie. Ah, Missionshinweis, was steht da so? Das Pistolenduell mit Lord Shaw war erfolgreich, haha. Ah, hier, Kräfte noch ein wenig upgraden. Vitalität, Gesundheit erhöht sich. Baut Adrenalin auf. Überraschte Gegner, sind wir, hä? Tödlicher Schwarm oder Windstoß? Ich nehme den tödlichen Schwarm. Drücke allein, um einen bösartigen Rattenschwarm heraufzubeschwören, der Tote verzehrt und das jeweils nächste Lebewesen angreift. Nach einer Weile verteilt sich die Ratten wieder. In der zweiten Stufe beschwörst du noch mehr Ratten und Gegner werden noch schneller aufgefressen. Das ist cool. Ich habe 2 Runen, das kostet 2. Ja, nehme ich noch den Blutdurst. Diese Kraft ermöglicht es dir, Adrenalin aufzubauen, indem du Angriffe blockst, Gegner ausschaltest und Nahkampfschaden verursachst. Wenn dein Adrenalinvorrat maximiert ist, bewege dich dicht an einem Gegner heran und drücke Dreieck, um einen tödlichen Angriff auszuführen. In der zweiten Stufe kannst du durch zweimaliges Drücken von Dreieck einen doppelten Adrenalinangriff ausführen, durch den du mehrere Gegner auf einmal ausschalten kannst. Währenddessen kannst du dich frei bewegen und umschauen und deine Ziele zu visieren. Ah, klingt witzig. So. Ihr habt sonst noch und was? Das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Die Vielleicht Leute finden wir niemand? Irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufrollen. Gut, wir finden heraus, wer jetzt welche
Boyle wir töten müssen. Die Feier ist diesmal drin. Ja, das sind die zwei Vollpfosten. Kann ich denn auch... Nein. Kann ich denn auch... Gibt es auch einen alternativen Weg hier? Gäbe es wahrscheinlich schon. Oh, Waffe besser wegstecken. Hallo, die Balls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Dankeschön, Herr Wachoffizier. Ins Foyer des Boyle-Anwesens gehen. Jawohl! Mal schauen, was die für uns so da haben. Ich hoffe, wir finden das schnell raus. Irgendwie auf einer Gästeliste oder so sollte es doch stehen. Oder Leute abhören oder so. Wie finden wir das raus? Wow. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Die Lage ist schlecht. Könnte es in die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Gästeliste. Aha, 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 okay. Jawohl. Okay. Aber die Leute sind verzweifelt. Ach komm, ich schreibe mich auch nicht eintragen. Gut, ich schreibe mich nicht an. Nein, das wäre ja dumm, oder? Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Die Mädchen wissen wahrscheinlich, wo oder wer welche ist. Was ist mit dir? Lady Boyle. Hallo? Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Okay, kurzes Gespräch. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Sei nicht alt. Ich schau. Gesundheit. Boah, fettes Essen. Die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod. Boah, Essen. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Werden unsere Schwestern vom Orden des Orakels bald eine Verlautbarung zur Seuche abgeben? Das wollen Sie nur glauben. Passen Sie was auf, zum Teufel wird hier alles angeboten, ey? Entschuldigen Sie. Gruselige Maske. Was machst du hier? Appetitlich sieht das ja nicht gerade aus. Kann ich auch hier hoch? Kein Zutritt für Gäste. Boah, ja. Ruhig bleiben. Amüsieren Sie sich? Wow. Ja, danke. Was immer Sie wünschen, Sir. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Entschuldigen Sie. Ja, komm, rede ich einfach mal hier mit einem Gast. Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Aha. Das ist bestimmt die, die ich vorhin gesehen habe, hier irgendwo. Hier? Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe, das ist eine Feier. Irgendwie wird diese Maske verstörend. Glaubst du, dass du nach gestern... Die haben alle etwas gegen meine Maske. Die Chancen stehen gut. Willkommen im Haus Boyle. Ihr habt eine Ratte da. Jetzt nicht mehr. Okay. Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Ach, die! Nein, das ist einer. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Dieb? Nein, sie stinken wie die Gosse. Boah. In den Slums unterwegs gewesen, was? Arschrat. Leute, wie ich herauskomme, wie welche Boyle wir töten müssen, sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin, einen schönen Tag noch.